Was ist neu in Ecognition 10.0? An allererster Stelle ist zu sagen, Ecognition 10.0 hat ein komplett überarbeitetes Outfit bekommen, also ein deutlich moderneres Look and Feel. Die komplette Nutzeroberfläche ist eigentlich, wenn man so möchte, neu gestaltet worden. Es sind alle Icons in 4K verfügbar, also auch in sehr hoher Auflösung, was durchaus mit dem Trend der hohen Auflösung am Bildschirm einhergeht. Und die Neugestaltung der Nutzeroberfläche ist aber nicht nur grafischer Art, sondern zielt natürlich auch darauf ab, die Nutzerfreundlichkeit zu steigern. Also wir haben ganz zu Beginn, wenn man Ecognition startet, ein neues Startup-Fenster. Die Navigation und die Suchfunktion innerhalb von Ecognition wurden vereinfacht. Was eine wichtige Änderung ist, der Workspace an sich ist jetzt die Standardumgebung. Also man kann eigentlich kein alleinstehendes Projekt mehr bearbeiten, sondern man muss jetzt immer zwingend einen Workspace haben. Hat den Vorteil, dass man dann direkt auch Zugriff auf die ganzen Funktionen hat, die tatsächlich nur in der Workspace-Umgebung da sind. Wie zum Beispiel direkt seine Projekte oder sein Projekt an den Server zum Prozessieren zu schicken. Apropos Prozessieren. Insgesamt hat sich nicht nur an der Oberfläche was getan, sondern auch der Ecognition Kern an sich wurde verbessert. Hierbei zu erwähnen, die Multicore-Fähigkeit von Ecognition ist deutlich gesteigert worden, beziehungsweise ist jetzt eigentlich Open-End. Die Entwickler haben gesagt, wenn ein Nutzer tatsächlich 128 CPU-Kerne hat, dann soll er diese doch auch für Ecognition nutzen können. Also sie können beliebig viele CPU-Kerne an Ecognition geben oder für Ecognition reservieren. Zu beachten ist natürlich, dass es dann nicht nur an den CPU-Kernen hängt, sondern auch irgendwann am Arbeitsspeicher und an vielleicht sogar der GPU, wenn die Prozesskette entsprechend GPU-lastige Prozesse drinne hat. Weitere Neuerungen beim Import gibt es zwei wichtige Neuerungen. Einmal das virtuelle Stitchen, was hier zu erwähnen ist. Und die Reprojektion von Daten beim Import. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, wenn ich verschieden projizierte Daten mit verschiedenen Koordinatensystemen habe, dass ich die außerhalb von Ecognition angleichen muss und erst dann in Ecognition bearbeiten kann, sondern Ecognition selber beinhaltet jetzt die Funktion, dass man Daten on the fly reprojizieren kann. Und das trifft auf Raster, auf Vektor und auf Point Clouds zu. Bezüglich Point Clouds auch noch zu erwähnen, das Caching wurde deutlich verbessert, also man kann jetzt größere Point Cloud Datensätze einfacher laden und bearbeiten. Zwei neue Algorithmen sind hinzugekommen, zum einen die Principal Component Analysis und zum anderen der Color Space Transformation. Beide sind jetzt auf Rasterbasis verfügbar, also ich kann schon meine Eingangsdatensätze direkt auf Rasterbasis schon transformieren oder eben mit dieser Principal Component Analysis die Informationsdichte steigern. Gerade interessant auch für Hyperspektraldaten. Und als letzter Punkt der Ecognition Server, den wahrscheinlich einige von Ihnen auch kennen, wurde jetzt im Zuge der Neuerung auf 10.0 Cloud-ready gemacht. Also es ist jetzt so, dass man den Ecognition Server in einen sogenannten Docker-Container verpacken kann und diese Docker-Container lassen sich dann in diversen Cloud-Services prozessieren, sodass der Ecognition Server jetzt in der Cloud lauffähig ist. Das waren jetzt einige Punkte und möchte auch direkt gerne in die Software reinspringen, um einige oder fast alle dieser Punkte tatsächlich live vorführen zu können. Genau. Wir gehen dafür direkt in Ecognition Developer 10 rein. Und Sie werden sehen, direkt beim Startup dieses Fenster erscheint. Ist auch neu. Sie haben jetzt hier Zugriff auf entweder neuen Workspace erstellen. Sie können aber auch Ihre letztmalig geladenen Daten direkt wieder
herstellen. Sie sehen in der News-Section, was alles Neues passiert ist. Gibt es neue Einträge? Sie haben auch direkt Zugriff auf die Community, zum Support, zum ikonischen Blog und zu ikonischen TV sowie zu den Repositorien der Online-Hilfe. Genau. Weitere Neuerungen, wie gesagt, der Default Workspace, der jetzt immer standardmäßig drinne ist. Sollten Sie den hier jetzt Daten laden und speichern wollen, fragt ikonischen Sie automatisch, in welchem eigenen individuellen Workspace Sie diese Daten speichern wollen. Also der Default Workspace ist derjenige, der zwar geladen wird, aber der eigentlich nicht veränderbar ist. Gut. Weitere Neuerung. Ecognition wurde jetzt auf 2 Views reduziert. Viele von Ihnen kennen es. Das hier oben war Workspace View, Architect View, Review Results View und der Rule Set Development View. Es gibt jetzt nur noch den Data Management View oder Layout und das Rule Set Development Layout. Sollten Sie den Architect vermissen oder den Analysis Builder des Architects, der lässt sich aufrufen über das Hauptmenü Architect Analysis Builder und hier erscheint dann diese Oberfläche, in der man den Architect zusammenbauen oder eben laden kann. Genau. Ansonsten sind in den Views vor allem die View Settings nochmal geändert worden oder upgedatet worden, was die Nutzerfreundlichkeit angeht. Ich springe dazu gerne mal in ein Projekt rein. Wir sehen jetzt hier das norddeutsche Wattenmeer, einer Sentinel-2-Szene von, Moment, Februar 2019 ist es, genau. Und auch hier direkt zu sehen in den View-Settings, Sie haben jetzt hier die Layer und Sie haben auch gleichzeitig die Image-Object-Levels. Diese sind nicht mehr oben in der Hauptmenüleiste, sondern die Image-Object-Level sind jetzt auch hier in die View-Settings rübergewandert. Ich kann mir jetzt hier die Level anzeigen. Ich kann die Klassenfarbe, also die Füllung, anzeigen mit Fill. Ich kann mir auch die Outlines anzeigen lassen. Ich kann die Farbe der Outlines ändern, so ich das dann machen möchte. Und vielleicht die wichtigste Neuerung, wenn Sie mit mehreren Image Object Levels arbeiten, ich kann auch mehrere gleichzeitig anzeigen lassen. Also Sie sehen jetzt hier das untere Level, da habe ich die Wattfläche und Wälder auf dem Festland noch mit klassifiziert. Und ich kann sozusagen beide Level übereinander blenden. Also ich sehe sowohl die Land-Meer-Grenze auf Level 1, wie auch die feinere Unterteilung auf Level 0. Ich kann einzelne Klassen ein- und ausblenden, so ich das machen möchte. Sicherlich auch sehr interessant, um Klassengrenzen genauer inspizieren zu können. Genau, auch zu sehen hier im Process Tree, die Icons der jeweiligen Algorithmen haben sich geändert, sind jetzt auch alle überarbeitet worden. Teilweise sind sie auch neu angeordnet worden. Es sind allerdings immer noch alle da, also es ist keiner verschwunden. Im Gegenteil, es sind eher, wie gesagt, 2 dazugekommen, die ich dann auch gleich noch zeigen möchte. Die Individualisierung der Ansicht. Hier zu sehen, ich habe meinen Ruleset View ein wenig überarbeitet. Ich habe mir sozusagen den Process Tree ein bisschen zurechtgeschoben. Ich habe die Image Object Information. Also Sie können weiterhin, wie Sie es gewohnt sind, diese Oberflächen hier individualisieren, wie Sie möchten. Fenster anordnen, wie es Ihrem Geschmack, Ihrer Gewohnheit entspricht. Zweiter, wie gesagt, wichtiger Punkt, die Import-Funktion. Ich switch mal ganz kurz zurück auf den Data Management View. Wie Sie es gewohnt sind, bisher Drag and Drop funktioniert natürlich auch, ganz klar. Sie können einfach Daten reinziehen nach Ecognition und Sie werden dann direkt als neues Projekt angelegt. Sie sehen auch hier schon im Workspace jetzt direkt ein neues Projekt angelegt und ich kann jetzt in diesem Projekt einen Datensatz mit unterschiedlicher Projektion mal laden. Genau, tue ich dies und klicke auf OK, dann sagt mir Ecognition,
dass sich zwei Projekte mit verschiedener Projektion hier befinden. Okay. Muss es doch noch anders machen. Und zwar machen wir ganz normal ein neues Projekt. So. Einmal den Datensatz, den ich per Standard haben möchte, und einmal den reprojizierten Datensatz. Und dann erscheint dieses Fenster. E-Cognition erkennt, dass zwei verschiedene Projektionen vorliegen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder über Reproject den einen Datensatz komplett neu zu reprojizieren. Der wird dann abgespeichert auf der Festplatte. E-Cognition fragt dann auch nach dem Speicherort. Oder ich kann on the fly eine oder die jeweils passende Projektion zuweisen, die dann innerhalb des Projektes vorhanden ist. Genau. Dann das Thema virtuelles Stitchen. Sie stellen sich vor, ich habe einen Datensatz, der aus mehreren Kacheln besteht. Diese Kacheln liegen alle nebeneinander. Was passiert, wenn ich jetzt jede einzelne Kachel in E-Cognition reinlade? Passiert dieses hier. Sie sehen, das sind diverse Kacheln, die sind jetzt alle separat gestretched. Insgesamt sind es, glaube ich, 10 Datensätze, die ich jetzt hier drin habe. Genau. Um das zu vermeiden und auch um zu vermeiden, dass ich jetzt hier 32 separate Image Layer verwalten muss, wurde in E-Cognition 10.0 ein Predefined Import eingefügt. Hier zu erwähnen, es ist deutlich aufgeräumter, also es sind nicht mehr so wahnsinnig viele verfügbar, aber eben die zwei neuen, ganz unten, Raster Stitching, One Project per Folder, und ich gebe dann nur noch den Ordner an, in dem sich diese Kacheln befinden. Und E-Cognition wird aufgrund der geografischen Lage diese Kacheln einfach aneinander fügen, als neues Projekt öffnen. Und ich habe den gleichen Datensatz, der dann aber nur noch 4 Layer beinhaltet. Also E-Cognition erkennt von jeder einzelnen Kachel den Blaukanal, von jeder einzelnen Kachel den Grünkanal und so weiter und fügt mir diese zusammen. Ich habe jetzt hier zum Verdeutlichen mal zwei verschiedene Zeitpunkte genommen. Sollte das bei Ihnen auch der Fall sein, sehen Sie natürlich innerhalb dieses einen Datensatzes die Seamline zwischen den Zeitpunkten. Genau, aber für die Bearbeitung im Ruleset eben sehr praktisch. Ich habe nur noch 4 Layer. Es ist aus meinen 10 Kacheln ein einziger Datensatz geworden. Ich könnte den jetzt theoretisch exportieren, dann habe ich ihn auch als Raster. Im Moment liegt er nur virtuell als Datensatz in E-Cognition vor. Also wird sozusagen nur während der Bearbeitung existieren, beziehungsweise innerhalb des Projektes. Gut, und dann komme ich zum Punkt der Principal Component Analysis. Und ich brauche ein neues Projekt. Add Project. Genau. Und ich lade mir ein Ruleset. Sie werden jetzt sehen, in diesem Ruleset die PCA als separater Prozess zu finden unter den Layer Operations. Principal Component Analysis. Was ich hier mache, ich gebe die Eingangsdatenlayer an, von denen ich, über die ich diese PCA drüber laufen lassen möchte. Und ich kann sagen, entweder ich lasse E-Cognition selber wählen, wie viele Principal Components es findet. Es werden aber immer mindestens 2 Layer ausgegeben. Oder ich sage tatsächlich selber, ich möchte die Anzahl der Components bestimmen. Und dann werden eben 4 jetzt in dem Fall ausgegeben. Ich sage jetzt aber hier, ich möchte nur 2 haben. Und E-Cognition wird dann versuchen, aus diesen 4 Eingangsdatenlayern die wichtigen Informationen, die wichtigen Werte herauszufiltern und auf neuen, in Anführungszeichen, künstlichen Layern wiederum zu speichern. Genau. Werden jetzt unter Temporary angezeigt, weil sie eben nur temporär vorhanden sind. Was wir jetzt hier sehen, ist einmal die sehr schöne Abgrenzung der Wasseroberfläche oder des Meeresgrundes gegen die eigentliche Landfläche. Und auf der zweiten die Unterscheidung der einzelnen Flächen
auf der Landfläche, wobei das Meer eben einfach nur eine relativ einheitlich graue Farbe einnimmt. Zum Zweiten die Color Space Transformation. Hier kann ich wählen zwischen HSV und HSI als Optionen. Kann drei Eingangsdaten angeben, Rot, Grün, Blau. Sie können natürlich auch nahes Infrarot oder andere Hyperspektraldaten hier mit reinnehmen. Sie können die Output-Namen bestimmen. Und wenn man diesen dann durchlaufen lässt, bekommt man eben auch zusätzliche sekundäre Layer, die man zur Objektgenerierung oder zur Segmentierung, zur Klassifizierung dann heranziehen kann. In dem Fall jetzt hier der Hue, die Saturation und die Intensity. Genau. Als letzten Punkt, wie gesagt, die Ecognition Server Funktion mit den Dockers kann ich jetzt im Moment nicht zeigen, würde auch nicht viel bringen, weil wir würden nicht viel sehen. Der Docker läuft ja dann online in einem Cloud-Service. Aber wie gesagt, die Ecognition Server bzw. die Jobs mit dem Server werden in einen solchen Docker-Container gepackt und dieser Docker-Container kann bei vielen Cloud-Services direkt angedockt werden, um dann dort die ikonischen Jobs sozusagen zu prozessieren.